Hallo meine Bücherfreunde, ich bin wieder da mit einem kürzlich gelesen und das hat ein bisschen länger auf sich warten lassen, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, die ich mir eigentlich nehmen wollte zum Lesen. Jetzt bin ich aber hier und kann euch zumindest, ich glaube, es sind 4 Geschichten geworden, die ich euch vorstellen kann. Ich habe was Schönes zu trinken dabei, es ist Hüttenzauber. Ja, die Weihnachtstees werden jetzt langsam aber sicher leer getrunken und ich habe so viele Tees. Ja, aber Weihnachtszeit ist vorbei. Die Tees sollten jetzt auch getrunken werden. Nächstes Jahr oder Ende des Jahres gibt es ja schon wieder Nachschub. So, was will ich euch jetzt alles berichten? Ich habe für euch eine Fantasy-Geschichte, die hoch oben in Schottland spielt, mit Feen und magischen Naturwesen. Ich habe für euch eine Cowboy-Geschichte, die auf einer Ranch spielt. Ich habe für euch einen historischen Liebesroman, also eine Regency-Romance. Und ich habe für euch eine schottische Liebesgeschichte, die mit einem richtigen Highlander ist und in der schon ganz gut Blut fließt. Also es ist ja doch ein recht guter Schnitt. Ich bin zufrieden mit meiner Auswahl und ich freue mich darüber, euch jetzt gleich über die Bücher zu berichten, weil sie mir doch recht gut gefallen haben. Also es ist jetzt kein richtiger Flop dabei, was gut ist. Ich freue mich, wenn meine Buchauswahl so gut ist. Aber bevor wir jetzt loslegen können, kommen wir gerade zu dem Disclaimer, damit wir das wegen Transparenz jetzt auch sagen, für alle, die neu dazugekommen sind und die hier noch nicht das Ganze so oft gehört haben. Es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich hier jetzt Bücher vorstelle und es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Es sind Rezensionsexemplare dabei. Ich werde jetzt nicht immer sagen, dass es ein Rezensionsexemplar ist. Guckt unten in der Infobox, wenn es euch interessiert. Ich bin da aber völlig frei in meiner Meinung und wenn ihr diesen Kanal länger verfolgt, solltet ihr das wissen, dass es keinen Unterschied macht, ob ich etwas selber gekauft habe oder ob ich es als Rezensionsexemplar bekomme. Die Verlage wollen, dass ich es vorstelle, aber wie und wie ich sie finde, ist vollkommen meine Sache. Es sind Rezensionsexemplare, nicht mach hier bitte Werbung für Exemplare. Das andere ist, unten in der Infobox findet ihr außerdem ganz viele Links, weil ich hier euch alles verlinke, damit ihr nicht mitschreiben müsst, zu Amazon. Wenn ihr über diese Links irgendetwas einkauft, bekommen wir Prozente, weil wir da im Partnerprogramm sind. Für euch ändert sich nichts an dem Einkauf, aber ja, wir bekommen halt Prozente und ihr unterstützt damit den Kanal. So, jetzt bin ich schon wieder 10 Schritte in meinem Kopf weiter, was ich euch noch sagen wollte, nämlich, dass unten ihr Zeitstempel noch findet. Das heißt, wenn euch ein Buch nicht gefällt oder ihr nur die ähnlichen Bücher sehen wollt, dann könnt ihr da locker leicht zuspringen. Und das andere ist, dass ihr auch unten in der Infobox noch wenn ich ähnliche Bücher schon besprochen habe auf dem Kanal, da findet ihr Links, die direkt zu diesen Büchern führen. So, dann würde ich sagen, lasst uns beginnen mit dem ersten Buch, das hochführt ins magische Schottland. A Silken Spell, das Geheimnis der Fairy Path, führt uns hoch nach Schottland, in ein magisches Schottland. Das hatte ich euch ja eben schon verraten. Es ist die Geschichte von einer Halbfee. Also ihr Vater war einer von den großen Feenclans, ihre Mutter war eine Normalsterbliche und die beiden haben sie halt bekommen. Und ihre Mutter hat alles dran gesetzt, sie immer zu beschützen, fernzuhalten von den Feen. Sie wollte nicht, dass sie irgendwann ihr Kind einfach mitnehmen, weil Feen, ihr kennt selber die Geschichte auch vom Wechselbälgern, dass sie ganz gerne mal ein menschliches Kind halt gestohlen haben. Und ihre Mutter hat halt alles getan, damit sie halt ihr Kind beschützen konnte und dass es nicht in die Hände der Feen gefallen ist. Es gab dann aber einen fatalen Abend. Ihre Mutter wurde entführt von den Feen
Und seitdem hat sie nichts mehr von ihrer Mutter gehört. Sie hat sich dann alleine durchgeschlagen, ist in einem magischen Buchladen untergekommen, arbeitet da jetzt und versucht für die Feen unsichtbar zu sein, versucht aber natürlich gleichzeitig herauszufinden, wo man ihre Mutter hingebracht hat und um diese zu retten. Deswegen bricht sie in Feenhäusern ein, die sind halt, oder Fae, wie auch immer, sagen wir jetzt, Feen, Elfen. So in der Richtung könnt ihr sie euch vorstellen. Er bricht halt in deren Häuser ein, guckt, dass sie Informationen bekommt, wo ihre Mutter sein könnte. Sie hat auch ihre Seele verkauft an eine Katzendämonin, eine Katzengöttin, Göttin, Dämonin. Naja, jedenfalls hat sie jetzt besondere Kräfte, wenn sie diese einsetzt, werden ihr Lebensjahre abgezogen. Und wenn sie stirbt, wird diese Katze ihre Seele fressen. Ja, aber diese Katze ist jetzt auch eher wie eine gute Freundin, immer an ihrer Seite und versucht sie natürlich zu überreden, was heißt gute Freundin, wenn sie versucht, diese Kräfte einzusetzen, damit sie halt Lebensjahre abgezogen bekommt. Hört sich gut an, ne? Also ich finde, das Buch hört sich jetzt schon so gut an. Nur eines Abends bricht sie dann jetzt halt in ein Feenhaus ein und das erste Mal ist sie für einen von ihnen nicht unsichtbar. Er kann sie sehen. Und das schockiert sie, weil sie hat sich so sicher gefühlt mit ihrer Magie, aber jetzt ist sie halt für einen von ihnen sichtbar. Und er ist auch nicht so, dass er sich leicht abschütteln lässt. Und er verfolgt ganz eigene Pläne und irgendwie lässt er nicht locker. Er will jetzt sie mehr oder minder dazu zwingen, ihm zu helfen bei seinen Plänen. Ja. Das mehr will ich euch gar nicht über die Story sagen. Es ist einfach eine magische Reise. Es ist viel Magie mit drin. Der magische Buchladen hat mir sehr gut gefallen. Es geht auf die Isle of Skye hoch. Es ist einfach sehr magisch. Es ist eine Reise mit einem Wasserpferd drin, die jetzt nicht ganz so ausführlich beschrieben wird, aber ihr bekommt eine Ahnung. Es ist einfach sehr viel Magie. Es ist sehr gut gemacht auch. Also dieses ganze magische System hat mir sehr gut gefallen. Es waren wirklich, wirklich tolle Ideen. Es hat auch so ein bisschen wirklich diesen Klang gehabt, den man haben will, oder diese Ideen, die man haben will, wenn man über die schottischen Naturwesen halt liest. Es gibt Baumgeister, die also auch unter den Menschen wandeln und es ist einfach, ja, und diese Katzen, Göttin, Dämonen, ist schon wieder ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, hat mir mega gut gefallen. Für mich gab es noch ein paar Sachen, die nicht so funktioniert haben, wie zum Beispiel am Ende war es halt sehr Showdown-mäßig, sehr Schlachtengetümmel. Davon bin ich nicht ganz so der Freund. Das ging mir alles so ein bisschen drunter und drüber. Und ich hatte ja die, ne, ich fand die Charaktere hatten nicht viel mehr hergegeben, als die Story eigentlich brauchte. Ist einfach für mich ganz wichtig, dass Charaktere halt sehr ausgearbeitet sind, weil ich dann eher mit ihnen mitfühle und so weiter. Und hier war es halt wirklich so, dass ich nicht viel mehr erfahren habe, als halt für die Story notwendig ist, was ich ein bisschen schade fand, weil sie hatten wirklich Potenzial. Und die Liebesgeschichte ist ein bisschen schwach auf der Brust, zumindest für mich gewesen. Ich fand, die war reinste Nebensache. Es ist also eher ein Fantasy-Buch und als Fantasy-Buch an sich hat es sehr gut für mich funktioniert. Also ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist von mir definitiv eine Empfehlung. Es hat 4 Sterne von mir bekommen und das mit gutem Gewissen. Wie gesagt, am Ende hat es ein bisschen für mich was kaputt gemacht, weil ich einfach dieses ganze Schlachtending nicht mochte. Ich hätte das lieber ruhiger ausgelaufen. Also für mich wäre es schöner gewesen, wenn es am Schluss ein bisschen ruhiger gewesen wäre. Aber das ist leserspezifisch. Das kommt bei jedem anders an. Also, wenn ihr Schottland mögt, wenn ihr Fantasy-Bücher mögt, wenn ihr euch jetzt irgendwie davon angesprochen gefühlt habt, was ich gesagt habe, dann guckt in dieses Buch rein. Einzige ist eine Triggerwarnung, aber ich finde nicht, dass das so sehr ins Gewicht fällt. Es passiert halt einem magischen Wesen etwas, das dann halt tot aufgefunden wird. Aber ich fand es jetzt nicht bei mir und ihr wisst, dass ich empfindlich bin. Ich fand es jetzt nicht triggernd oder so. Aber ich will es euch gesagt haben, weil ihr mich ja darum gebeten habt, wenn mir so etwas auffällt, halt es euch zu sagen. So, aber wie gesagt, für mich war das jetzt überhaupt nicht, dass es halt ist, war halt schon
eher eine unschöne Szene, aber es hat mich jetzt nicht berührt oder mich runtergezogen oder so. Na, wollte ich euch nur dazu sagen, für alle, die mich ja gebeten haben, euch so etwas zu berichten. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu den ähnlichen Büchern. Ein ähnliches Buch, zu dem wir tatsächlich noch in diesem Video kommen, ist Begehrt von einem Highlander. Und das ist nur aus einem Grund ähnlich, weil es oben auf der Isle of Skye spielt. Und ich finde es einfach bemerkenswert seltsam, dass ich dazu gegriffen habe in einem Monat. Und ja, zweimal Isle of Skye. Es hätte ja auch irgendwo anders in Schottland spielen können. Aber hier geht es auch auf die Isle of Skye, was ich, ja, ich finde es irre. Aber dazu kommen wir gleich noch ausführlicher. Schließlich ist das auch ein Buch, das ein extra Punkt, Programmpunkt hier in diesem Video ist. Das andere, wenn es um Elfen, Feen, Naturgeister, wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, dann guckt euch vielleicht auch dieses Buch an. Das ist Feenstaub. Das hat Mar damals gelesen als Rezensionsexemplar. Also manchmal sage ich es dann dabei, weil ich es einfach gewohnt bin zu sagen. Silken Spell war übrigens auch eins. So, und ihr seht hier, es sind Illustrationen drin und so weiter. Es ist nach einer wahren Begebenheit. Es ist halt eine Frau, die, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, sich auf die Suche macht nach Elfen und Feen und halt alle möglichen Orte abklappert. Es ist halt wirklich sehr schön aufgemacht. Und sie ist auch bei dem Künstler Brian Froud zum Beispiel zu Besuch und ja, ihr seht es auch hier, Mar hat sich damals da viel, viel notiert, also beziehungsweise viel gemarkert. Es ist, ja, ein wirklich schönes Buch für alle Leute, die Naturgeister mögen und halt auch sich auf die Spuren von ihnen begeben wollen. So, das nächste ist dann auch Keeper of the Lost Cities. Hier seht ihr es, Band 1. Selbst gekauft, Band 2, Rezensionsexemplar. Und die Reihe ist auch über oder handelt auch von Elfen und Feen. Es geht aber da nicht nach Schottland, es geht in eine Paralleldimension. Und ich wollte es einfach nur mal gerade der Vollständigkeit halt erklärt haben oder bemerkt haben, dass es diese Bücher auch noch gibt. Soll jetzt von Disney verfilmt werden. Ben Affleck sitzt gerade am Drehbuch wohl. Also, ja. Keeper of the Lost Cities. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Buch. Hier geht es um Lady Rowan. Und Lady Rowan hat ein großes Problem. Ihre Freundin soll einen Mörder heiraten. Ihre Stiefmutter ist überzeugt, da ist jetzt ein Typ mit Geld und ihr Stiefkind soll jetzt an den verschachert werden. Und ja, er steht im Ruf, seine Frau ermordet zu haben, weil die sich mit seinem Kammerdiener, glaube ich, vergnügt hat. Und ja, jetzt ist die Frage, hat er so ein lasterhaftes Haus geführt und er ist überhaupt nicht der Mörder, aber wie gesagt, er hat so ein lasterhaftes Haus geführt oder aber er ist tatsächlich der Mörder seiner Frau. Beides wollen sie eigentlich nicht haben. Ja, für die Gute, ne, als Ehemann. Und jetzt werden sie zu einer Hausgesellschaft eingeladen, so rund um Weihnachten. Und Lady Rowan sagt, weißt du was, ich komme mit. Die haben mich jetzt eh lange nicht gesehen, weil sie mit ihrer Familie in der Schweiz, glaube ich, war. Jedenfalls war sie im Ausland und ist jetzt gerade erst wieder zurückgekommen. Niemand würde sie jetzt so erkennen, also warum sich nicht als die Zofe ausgeben und dann unter den Bediensteten mal lange Ohren bekommen und hören, wie denn das alles so ist. Und mal herauszufinden, ob er wirklich der Mörder ist und vor allen Dingen auch Gerüchte über sie zu streuen, über ihre beste Freundin, damit sie zur unmöglichen Partie für den Mörder wird. Auf der anderen Seite, der Mörder angebliche Mörder hat einen guten Freund und der wiederum gibt sich als Kammerdiener aus, um halt auch zu hören, wer diese Frau ist, die sein bester Freund ja jetzt heiraten soll. Zwei kommen auf den gleichen Gedanken und sie treffen sich dann letztendlich im Bedienstetentrakt und
wissen nicht, dass sie beide eigentlich adelig sind. Und beide kommen dann auf die gute Idee, halt ihre Freunde davon abzuhalten, ohne zu wissen, dass es wirklich ihre Freunde ist. Also letztlich ihre vorgegebenen Dienstherren, ja, es wird jetzt gerade ein bisschen kompliziert, dass die nicht heiraten und Gerüchte zu streuen und wie sie und die beiden davon abzuhalten, einander dann letztlich heiraten zu müssen. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen komplizierter, als es ist. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir so gut gefällt. Ich bin damit eher lauen Erwartungen rangegangen, weil ich habe mir dieses Heft erstens wegen Sammlerleidenschaft gekauft und das zweite, weil die zweite Autorin, Christine Merrill, mir so gut ein Buch von ihr gefallen hat. Und die erste Geschichte war jetzt nettes Beiwerk. Ich habe da wirklich null Erwartungen dran gehabt. Und dann habe ich mich festgelesen, habe gegrinst, fand das auch total schön. Ja, es ist ein bisschen kitschig, aber es hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich, wirklich sehr gut. Ich fand es einfach schön. Ich mochte es. Ich kann nicht anders sagen, als dass ich es mochte. Und es hat an meinen Mundwinkeln gezupft, diese Geschichte. Und ich saß dann da und habe während dieses Buches sehr viel gelächelt. Ja. Also dieser Geschichte, die geht 130 Seiten, war also auch, es war ein netter Nachmittag und oder Abend, wann auch immer ich es gelesen habe. Wann genau ich es gelesen habe, habe ich jetzt wiederum vergessen. Das passiert mir eher selten, meistens sind Ort, Zeit und so weiter mit Büchern sehr stark verknüpft. Ich hatte jedenfalls meine Freude daran und jetzt kommen wir schon zu den ähnlichen Geschichten. Übrigens, den zweiten Teil habe ich noch nicht gelesen. Ähnliche Bücher habe ich euch mitgebracht von Barbara Cartland, In deinen Armen will ich träumen. Damit hat der Barbara Cartland-Tick bei mir angefangen. Hier hinten seht ihr sie drauf, die Dame in rosa und pink. Sie hat ja, hat sie nur rosa und pink wirklich getragen? Oder ist das jetzt so eine Legende, die sich um sie rankt? Aber sie war auf jeden Fall viel in dieser Farbe zu sehen. In deinen Armen will ich träumen handelt halt auch um eine falsche Identität. Sie soll irgendwie bei einer Verwandten abgeschoben werden, die totalen religiösen Knall hat und da möchte sie auf keinen Fall hin. Also bricht sie auf, schleicht sich aus dem Haus und bewirbt sich als Gesellschafterin bei einer Dame, die wohl, glaube ich, gar nicht mehr so den Ruf einer bärbeißigen alten Dame hat. Sie bekommt dann auch den Job, die beiden reisen nach Brighton und ich musste sehr grinsen, auch über die Sachen damals, also hier über die Gecken, die da, ne, diese modischen Männer, die da rumliefen. Naja, jedenfalls ist da auch noch der Cousin oder der Neffe von dieser bärbeißigen älteren Dame. Und in denen verliebt sie sich so ein bisschen. Und dann kommt es noch irgendwie zu einer Verschwörung und Sonstiges. Aber ich habe es gerne gelesen. Ich kann nur immer bei Barbara Cartland wieder sagen, das ist ein Riesenunterschied. Ne? Ob er heutzutage so eine Geschichte liest, wie sie hier drin stehen oder hier. Das ist Kitschfaktor 2000 bei der guten Cartland. Ne? Also wer gegen Kitsch allergisch ist, der wird da nicht glücklich. Es sei denn, er sieht es als kitschige Satire auf das Genre, das heutzutage existiert. Aber Barbara Cartland hat nicht umsonst so viel verkauft und so viele Fans und Anhänger im Laufe ihrer Karriere gesammelt. Ja, ihre Romane sind halt wirklich etwas Besonderes und sie sind definitiv anders als die Sachen, die heutzutage verlegt werden. So, und ich habe für euch noch eine Geschichte mit einer falschen Identität und das ist Wahre Liebe für die falsche Prinzessin. Das ist die erste Geschichte aus dem Historical Saison Nummer 84. Hier geht es dann um eine Frau, die sich als eine Prinzessin ausgibt. Sie ist eigentlich aus einer Schauspielfamilie und sie geht dann auf eine Hausgesellschaft. Und sie möchte überhaupt nicht, die gegeben wird, damit der Herr des Hauses halt verkuppelt wird. Und sie möchte eigentlich überhaupt nicht da sein, aber ihr Vater nötigt sie mehr oder minder dazu. Und ja, sie geht ihm so gut es geht aus dem Weg, aber gerade das macht sie ja interessant. Aber dazu habe ich euch eine Besprechung abgedreht, die ihr euch angucken könnt. Bronwyn Scott hat mir sehr gut gefallen. Die zweite Geschichte ist wesentlich dunkler als die erste, aber das ist ein Autorennamen, den ich mir hiernach gemerkt habe und zu der ich sicherlich noch öfter greifen werde. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Buch. Musik.
Bei dieser Reihe bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob die nicht vielleicht sogar schon mal rausgekommen ist. Sie ist jedenfalls schon älter, ich glaube im Original von 1998. Habe ich jetzt aber so beim Lesen nicht wirklich gemerkt, weil ich gerade diese Cowboy-Geschichten lese, gerne weil sie ein bisschen unplugged sind. Die Technik ist noch nicht ganz so weit oder sie steht zumindest nicht im Vordergrund. Dafür stehen Gemeinschaftssinn und Natur im Vordergrund. Deswegen mag ich gerade diese Cowboy-Geschichten gerne, weil sie viel erzählen von einem technikfreieren Leben und von ja, einer Gemeinschaft und von einfach einer gewissen Langsamkeit und mit der Natur leben, was in diesen modernen Büchern ja oftmals nicht mehr so ist. Da wird eine WhatsApp oder SMS nach der nächsten geschrieben und na, dann Online-Dating oder sonstiges und Großstadt und da. Na, das ist ja nicht ganz so meins und deswegen diese Langsamkeit, die ich sonst in meinen historischen Romanen finde, finde ich oftmals auch in meinen Cowboy-Romanen. A Heart of Texas soll 8 Teile haben, die Reihe, und das ist hier jetzt halt der Auftaktband. Ich fand ihn so nicht schlecht, aber auch nicht überragend gut. Ich werde euch dazu aber gleich noch berichten. Es geht jetzt erstmal um Savannah. Savannah kommt gerade aus einer Geisterstadt. Da hat sie Rosen auf dem einen Friedhof ausgegraben, weil sie ist die absolute Rosenliebhaberin. Sie liebt vor allen Dingen die alten Sorten. Und in dieser Geisterstadt hat sie halt entdeckt, dass da noch richtig alte Sorten sind. Also hat sie sich hingetraut, obwohl ihr Bruder es mehrfach verboten hat, und hat die halt ausgegraben. Und auf dem Weg zurück sammelt sie jemanden auf, dessen Auto da gerade verendet ist an der Straße. Einen Cowboy namens Lerido. Ja, und Lerido kennt sich auch ein bisschen mit Rosen aus. Durch seine Großmutter, glaube ich, war das. Und sie kommen halt ins Gespräch. Lerido erzählt ihr, dass er auf der Suche nach einem Job ist und sie bietet ihm spontan einen an, auf der Ranch, die sie zusammen mit ihrem Bruder führt. Ihr Bruder ist überhaupt nicht begeistert. Lerido erzählt ihr auch sofort, du musst was wissen, aus meinem alten Job bin ich gekegelt worden, weil man mich fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt hat. Und sie sagt, danke für deine Ehrlichkeit und na, sie hat sich schon verballert, sind wir ehrlich. Das war lieber auf den ersten Blick, auch wenn es jetzt nicht so kitschig beschrieben ist. Aber sie ist schon ziemlich verblitzt von ihm. So, sie kommen auf der Ranch an. Der Bruder ist natürlich dagegen und dass er da überhaupt anfängt. Und das, obwohl er noch nicht mal was von dem Diebstahl weiß, findet das jetzt gar nicht gut, dass sie einfach jemanden aufgelesen hat. Möchte ihn am liebsten sofort wieder ins Auto und tschüss, wir fahren dich mal gerade wieder nach Hause oder in die nächste Stadt, nach Hause ja nicht, weil er ja im Moment keinen Wohnsitz hat. So, er arbeitet da jetzt und irgendwann zwischendrin taucht noch der jüngere Bruder von ihr auf, der ja alles ein bisschen wieder durcheinander wirft, der damals das Geld, was für die Ranch zurückgelegt worden war, vom Vater halt geklemmt hat, während die anderen auf einer Beerdigung waren, ist er, ich glaube, es war zeitgleich, ist er losgezogen und hat das Geld sich unter den Arm gerafft und ist abgehauen. Und jetzt steht er mittellos da und taucht bei seinen Geschwistern wieder auf. Die habt ihr auch noch mit drin, diesen Handlungsstrang. Und ansonsten ist es einfach eine sehr ruhige Liebesgeschichte. So, wie hat es mir gefallen? Was ich an dem Buch mochte, war alles, was ich an diesen Cowboy-Geschichten mag. Ich mag die Ranch-Atmosphäre, ich mag die Natur, Gemeinschaftssinn, hatte ich euch ja gerade gesagt. Es ist ein bisschen langsamer, es ist ein bisschen unpluggter. Das mag ich daran. Es war also einfach schön, ich habe da gerne meine Zeit verbracht. Ich habe gerne mit den Charakteren meine Zeit verbracht und ich habe halt auch wirklich gerne dort meine Zeit verbracht, an diesem Ort. Das Einzige ist, es war ein bisschen sehr dünn, die Story. Ich fand diese Geisterstadt super interessant, mega interessant. Leider ist sie nicht wirklich von Substanz. Also nicht, dass es irgendwo hinführt, dass die existiert, was ich schade finde, weil gerade diese Geisterstadt natürlich bei mir bing, 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 vor allen Dingen, dass man sich da nicht wohlfühlt, da habe ich ein Geheimnis gewittert und so weiter. Das ist halt, es ist ein bisschen sehr ruhig und es hat auch nur wenig Seiten. Es sind gerade mal 200 Seiten, das ist nicht viel mehr. Also ich würde so etwas eher erwarten in so einem Heft, als dass ich jetzt mir ein Taschenbuch holen würde für 11 Euro. Ich finde, das ist ein bisschen sehr wenig
Inhalt. Also, aber wenn ihr jetzt sagt, ich will einfach nur eine ruhige Atmosphäre haben, ich möchte halt ein bisschen abschalten, ist das wahrscheinlich das Richtige für euch. Also, wie gesagt, ich habe da gerne Zeit verbracht. Ich würde auch gerne wieder da dran an den Ort zurückkehren und wieder Zeit mit den Personen verbringen. Ich finde auch, dass noch ein paar Sachen echt ungeklärt sind. Ich möchte gerne wissen, wie es mit der Ranch weitergeht. Es hat schon einiges an Potenzial für mich drin gehabt, nur ja, es ist nicht das, was ich erwartet hätte bei einem Roman, der ne, anders aufgemacht ist als ein Heftroman. Es tut mir leid, ist halt so. Es war ein bisschen sehr wenig Inhalt. Ja, aber nichtsdestotrotz, es hat mich super entspannt, dieses Buch zu lesen. Und dann kommen wir zu den ähnlichen Geschichten. Ähnliche Geschichte ist Linda Lee Miller, Hochzeitsglück in Montana. Da habt ihr auch Ranch, da habt ihr mehr Story als bei dem anderen. Ich habe euch dazu aber auch eine Besprechung abgedreht. Das war das erste Video nach meiner lang YouTube-Pause, das ich abgedreht hatte. Spontane Entscheidung, nicht weil ich unbedingt dieses eine Buch vorstellen wollte. Es geht um einen Schauspieler. Es ist jetzt echt schon wieder ein bisschen lange her und ich habe danach noch ein bisschen mehr über Cowboys und so weiter gelesen, dass es jetzt echt schwierig wird, das alles auseinanderzuhalten. Es geht um einen Schauspieler, der halt Abstand will von diesem ganzen Glamour-Leben und sich jetzt eine Ranch geholt hat, zusammen eigentlich mit seinem Bruder, aber sein Bruder ist nicht so sehr dabei, wie sieht das mehr als Anlageobjekt, wenn ich mich richtig erinnere. Er wiederum sieht es jetzt wirklich als Ort, wo der, an dem er bleiben will. Und dann kommt noch irgendwie ein Kind dazu. Was war denn das für ein Kind? Das war der jüngste Bruder, genau. Es sind also drei Brüder. Der jüngste ist halt wirklich ein richtiger Nachzügler, der dann auch noch auf die Ranch kommt und dann ist seine Nachbarin. Es ist einfach ein sehr ruhiger Roman. Es ist ein Roman ohne große Spannung. Ich kann mich noch an ein Sommerfest erinnern mit Gewitter, aber da ist keine so große Spannung drin. Dennoch, gerade wenn man den Kopf voll hat und einfach nur ein bisschen wirklich genießen will und alles, was ein Cowboy-Roman zu bieten hat, halt haben will, sollte man sich das angucken, weil es einfach die Atmosphäre ist, die ich an diesen Büchern halt schätze. So, und dann kommen wir zum nächsten Thema. Dieses Buch hat mir wirklich Freude bereitet. Es hat immer wieder an meinen Mundwinkeln gezupft. Es ist begehrt von einem Highlander. Ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt schon einen anderen Teil der Reihe halt auf dem Sub habe und bald über Tristan lesen kann. Aber gut, jetzt geht es jetzt erstmal hier drum. Worum geht dieser Roman? Es geht um Lady Davina. Lady Davina ist in einem Kloster untergebracht worden, als Versteck, weil man ihr nach dem Leben trachtet. Sie ist jemand Besonderes und ich werde euch nicht sagen, wer sie ist. Sie ist jemand Besonderes und sie hat reichlich Leute, die ihr wirklich Übles wollen. Sie soll am besten soll sie schon gestern tot gewesen sein und nicht erst morgen. Und wir begegnen ihr auch in der ersten Szene, innerhalb der ersten Seiten wird dieses Kloster halt angegriffen und alle ihre Beschützer, die Armee, die sie da um sich versammelt hatte. Sie werden alle niedergemetzelt. Sie selber steht oben auf dem Turm und mit Pfeil und Bogen bewaffnet und schießt Feinde ab. Und es bringt nicht viel. Es bringt nicht viel, meine lieben Leute. Sie kann die Leute auch nicht aufhalten. Sie hört, wie die Nonnen elendig verbrennen. Ja, es ist blutiger, das Buch. Blutiger, feuriger, es ist leichiger, wenn man es so sehen will. Es hat einen ganz guten Bodycount, dieses Buch. Und naja, sie ist jedenfalls jetzt in dieser Situation. Und der abgestellt wurde, irgendwie Connell, Escher, keine Ahnung. Jedenfalls dieser große Beschützer, der die Leute da auch befehligt hat.
ist gerade im Kampf, ist dabei zu sterben. Er hat nicht mehr die Kraft, sein Schwert aufrechtzuerhalten. Und da kommt es ihm ganz gut, dass junge Schotten vorbeikommen, die eigentlich auf dem Weg nach England sind zur Krönung des neuen Königs. Und wollten eigentlich nur einen Abstecher machen, weil die eine Nonne die Kinderfrau des einen war und er die jetzt gerade besuchen wollte. Und dann sehen sie halt, dass das Kloster in Flammen steht und es wird halt, sie fühlen sich in dem Moment halt auch verantwortlich mitzumischen. Und zu dem Anführer dieser Schotten sagt dann der Anführer der Soldaten: Kümmere dich um Lady Devina, bring sie hier weg, rette sie. Und das macht der gute Robert auch mit einem Pfeil im Arm, weil sie hat ihn schon getroffen. Und ja, er rettet sie aus diesem Kloster, nimmt sie mit. Und ohne zu wissen, wer sie ist, ohne zu wissen, wie viel Gefahr es für ihn bringt, sie gerettet zu haben und für seinen gesamten Clan. Doch er kann sie jetzt auch nicht einfach so alleine lassen. Ja, das ist die Grundstory. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen unstrukturiert. Ich habe jetzt schon heute so viel aufgenommen, dass ich jetzt langsam, aber sicher an die Kapazitätsgrenzen von meinem Gehirn ankomme. Es spielt übrigens noch 1685 für alle Leute, die es ungefähr in den zeitlichen Rahmen gepackt haben wollen. Wie hat es mir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hatte richtig Spaß daran. Ich mochte die Story, ich mochte die beiden als Pärchen. Nicht, dass es jetzt das Traumpaar für mich ist, aber irgendwie das Zusammenspiel hat mir doch ganz gut gefallen. Ich mochte vor allen Dingen, dass es mal spannend war, weil viele dieser Bücher, die ich lese, wie ja auch der Cowboy-Roman, sind eher spannungsarm. Hier war jetzt wirklich mal Spannung, es war Kampf, es war hin und her, es war, all diese Sachen war drin. Und irgendwie mochte ich es. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Geschichte und kann sie euch daher auch wirklich nur empfehlen. Ja, mehr kann ich euch jetzt auch zu diesem Roman nicht sagen, außer dass es mir gut gefallen hat. Und dann kommen wir jetzt zu den ähnlichen Büchern. Jetzt nur zwei Ritterromantik-Bücher, die ich eigentlich immer zeige, wenn es um Ritter geht. Irgendwann habe ich eine größere Auswahl und kann spezifischer für euch aussuchen. Einmal Irische Küsse, das ich euch jetzt hier irgendwo einblende. Es ist halt ein Ritterroman, der nach Irland dann auch kurzfristig entführt und er hat mir gut gefallen. Es war der erste Ritterroman, den ich jetzt so gelesen habe, so die erste Ritter-Romance und sie hat mir gut gefallen. Gibt es aber eine Besprechung zu, findet ihr unten. Und die andere Geschichte ist von Lara Adrian. Sie schreibt da als Tina St. John, trotzdem ist Lara Adrian viel größer getippt. Die Rache des Ritters. Und das ist eine Geschichte, die mir auch gut gefallen hat, mit Abstrichen. Nicht ganz so gut wie Begehrt von einem Highlander, also das hat mir noch wesentlich besser gefallen als das hier. Habe ich euch aber auch schon eine Besprechung zu abgedreht und die ist noch gar nicht so lange her, deswegen werde ich euch da nicht alles erzählen, weil, wie gesagt, es liegt ja noch nicht lange zurück. Es ist ja recht frisch, das habe ich kurz vor Weihnachten gelesen. So, und dann wäre es das jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt tolle Bücher am Start. Ich wünsche euch wunderschöne Lesestunden. Bis zum nächsten Mal.